Hallo Herr Professor Dr. Schachtner, herzlich willkommen hier auf dem grünen Sofa. Vielen Dank, freut mich sehr. Herr Professor Dr. Schachtner, trotz punktueller Erfolge gilt die Verwaltungsdigitalisierung ja immer noch als langsam. Was sind denn aus Ihrer Sicht die Hauptfaktoren dafür? Ja, im Wesentlichen sind es keine neuen Erkenntnisse. Aus meiner Sicht sind wesentliche drei Faktoren tatsächlich zu nennen, die insgesamt etwas im Verhältnis auch zu europäischen Mitgliedstaaten Deutschland etwas auf die letzten Plätze im E-Government-Monitor aus meiner Sicht bringen. Zum einen sind das Thema Infrastrukturen, das heißt das Thema Dateninfrastrukturen. Viele Behörden, gerade im föderalen Aufbau, also im kommunalen, im Landesbetrieb explizit, sind immer noch auf lokalen Lösungen, die sozusagen on-premise installiert sind und die sozusagen von Fachverfahrensanbietern gehostet sind und weniger auf dieser Plattformökonomie-Logik, in dem also wirklich verschiedene Informationen intelligent miteinander vernetzt und daraus automatisierte statistische Meldungen, verschiedene Überlegungen über zum Beispiel Usability im Bürgerservice und so weiter bringen lässt. Also diese Datengrundlage ist, glaube ich, ein wesentliches Thema als ein Element zu nennen. Ein weiteres Thema ist sicher auch das Thema Governance, das heißt tatsächlich die Koordinierung der verschiedenen Akteuren bei uns im föderalen Bundesstaat ist weniger sozusagen mit Wirkungsanalysen. Das heißt, welche effizienten Wege haben wir gefunden, um wirklich auch beim Bürger zu landen, zum Beispiel beim Unternehmer, aber auch gewisse Wirkungen zu erzeugen, um herauszufinden, sozusagen, was sind eigentlich die Kernaktivitäten, in die wir investieren sollten, die wirklich eine Art sozusagen Mehrwert und den nächsten Schritt voranbringen. Da ist sicher in der Koordinationswirkung sozusagen in der Vergangenheit mehr auf den Input, was können wir alles sozusagen für Formate schaffen, in dem sich Leute austauschen können. Das ist sicher ein hohes und lösenswertes Ziel. Gleichzeitig ist es etwas, was eben wenig auf diese Outcome, wie was generieren wir für Ergebnisse sozusagen, wie verwenden wir die raus. Und der dritte Bereich ist aus meiner Sicht so ein bisschen das Thema Leidenschaft. Also was ich aus meinen 24 Jahren dann doch im öffentlichen Sektor schon mitgenommen habe aus unterschiedlichen Ebenen und jetzt auch immer meinen Studierenden in der Verwaltungsinformatik versuche weiterzugeben. Es fehlen so ein bisschen diese Triggerpunkte, um zu sagen, wir haben wirklich diesen Ruckmoment, um zu sagen, wir bringen neue Energiekräfte in diesen öffentlichen Sektor mit rein und dieses Gemeinnützigkeitsverständnis, dass wir eigentlich Dienst für alle tun und daraus auch tatsächlich die besten Köpfe und auch tatsächlich motiviertesten Dienstleister in einem Fusionsverbund miteinander bringen. Sehr viele Individual- und Partikularinteressen sind sicher da und Einzelinitiativen mit motivierten Kräften, aber so dieses Zusammenhaltsgefühl auch mit einer Art Identifikation, ja, vermisse ich etwas. Und wenn ich ein bisschen flapsig sein darf, bei meinen Studierenden sage ich immer, ich bin selbst ein Science-Fiction-Fan an der Stelle. Wir müssen so den Switch hinkriegen, weg von dieser Star-Wars-Logik mehr hin zu Guardians of the Galaxy. Also wirklich wagemutig, sich selbst nicht zu ernst nehmen, sondern quasi zu gucken, wie kriegt man wirklich gute Performance auf die Straße. Ich denke, das sind drei wesentliche Faktoren, warum vielleicht Geschwindigkeit in dem Land noch etwas fehlt. Okay, danke schön. Kommen wir mal zum Thema Smart City. Wie sieht eine realistische, baldige Vision einer Smart City für Sie aus? Ja, wenn Sie mich nach meiner eigenen Meinung mich fragen, da kann ich nur aus meinem persönlichen Hintergrund. Ich war bis zum 30.06. selbst Chief Digital Officer einer MPSC, einer geförderten Smart City. Aus meiner Sicht ist tatsächlich etwas, was sofort leistbar ist, im schnellen Umkehrschluss zu sagen, man bündelt diese Netzwerke in eine Art Sharing Economy System. Damit meine ich konkret, entwickelte Lösungen, die an einem gewissen Smart City entwickelt worden sind, zur Reflexion, zur Bewertung, in eine Art Indexierungsraster zu geben, indem man bewerten kann, ist diese nutzerfreundlich, ist diese vielleicht auch mit verschiedenen Sensorik hinterlegten Dateninformationen im IoT-Bereich gut technisch Infrastruktur gelöst, ist es aber auch etwas, wo man vielleicht in diese lokalen Identitäten einen gewissen Faktor sieht. Ja? Vielleicht sind gewisse Themen in Hamburg anders als in München in der Priorisierung. Vielleicht kann man auch hier über die Einbindung quasi der tatsächlich Bevölkerung über die Smart City Projekte eine Art Bewertungsindikator aufbauen. Darüber beschäftige ich mich selber persönlich, wie man also so eine Art Rating-System aufbaut, um zu sagen, die Nachnutzbarkeit von Lösungen, die an einem Standort entwickelt sind, sind maximal nachnutzbar auch in anderen Smart Cities. Und nur über diesen Verteilungseffekt, denke ich, kann man auch hier schnell zu einer Veränderung des Status quo. Ja, und noch ein anderer Punkt. Was kann die deutsche Verwaltungstransformation von der schweizerischen lernen? Was denken Sie dazu? Das fragen Sie mich sicher im Hintergrund, weil ich Leiter eines Forschungsinstituts in der schönen Stadt Basel bin, ja, einer Grenzstadt zwischen Deutschland und Schweiz.
Ja, wenn Sie mich explizit nach der Schweizer Seite fragen, da ist es so, dass zwei wesentliche Punkte anders sind, wenn ich mit Verantwortlichen dort spreche und wir Erhebungen über das Institut machen, wie ich es auf deutscher Seite mache. Das ist also auch meine persönliche Einschätzung an der Stelle. Der eine Punkt ist das Thema liberales Staatsverständnis. In Deutschland behält gerne der Staat für sich die gesamte Hoheit über die verschiedenen Maßnahmen der Digitalisierung für sich, ohne groß über externe Dienstleister in der Verantwortung nachzudenken, sondern nur partiell über Berater oder über Dienstleister sozusagen Auftragsverhältnisse zu steuern. Das ist in der Schweiz anders. Da ist das Grundverhältnis eher so, dass die höhere Fachkompetenz, die Fachexpertise entscheidet, ob zum Beispiel ein privates Unternehmen im Lead für eine Maßnahme ist oder ob der Staat diese eigentliche Kernaufgabe selbst übernimmt. Ja, also diese kompetenzorientierte Perspektive, wer kann sozusagen diesen digitalen Aspekt oder das Digitalprojekt besser managen, besser durchführen sozusagen. Da sind wir auf deutscher Seite sehr stark, der Staat steuert von der Logik her. Das bringt vielleicht weniger Dynamik ein. Der zweite Punkt, der aus meiner Sicht sehr viel anders ist, ist das Thema basisdemokratische Mitbestimmung. Das heißt, in der Schweiz ist es sehr sozusagen auch rechtlich, aber auch denkbar hier in Deutschland so ein System anzuführen, in dem viel mehr Befragungen, nutzerzentrierte Erhebungen, ja, wo soll die Reise hingehen, was sind priorisierte Projekte, die für euch wesentlichen Mehrwert bieten im Alltag, was nutzt ihr beispielsweise sehr stark selbst, was sind Themen, die aber auch in der Abwicklung, also in der Geschwindigkeit der Sachbearbeitung im Hintergrund end zu Ende digitalisiert die größten Effekte bieten. Ja. Und diese Perspektive, dieses Fremdfeedback, diese Fremdeinschätzung, die ist sehr stark in der Schweiz und erlebe ich hier in Deutschland nicht so, dass also darauf sehr viel Wert gelegt wird in die Hebung, was ist sozusagen in Bezug auf die Wirkung nach außen sozusagen das Feedback eigentlich dazu. Ja. Das werden die beiden Punkte sein, die ich hier hervorheben möchte. Also können wir uns noch ein bisschen was abschauen. Schauen wir nochmal auf einen speziellen Punkt. Wie ist hochkomplexe Registermodernisierung mit rund 11.000 Kommunen in Deutschland zu bewältigen? Ja, also dementsprechend erstmal schön zu sehen, dass auch, das war auch nicht immer so, zu sagen, 11.000 Kommunen werden mit einbezogen in die Entwicklung der Registermodernisierung. Ja, wenn ich erinnern darf, das Projekt ist gestartet top-down, sozusagen bundesgesteuert an der ganzen Stelle, jetzt auch unter maßgeblicher Unterstützung aus der Beraterwelt an der Stelle. Ich denke, Komplexität reduziert man am besten mit gewissen Grundfacetten, also in sehr viel einfacheren Grundlogiken, wonach alle handeln sollten. Aus meiner Sicht ist ein wesentlicher Grundpunkt, um eben in diesem kommunalen Land und eben auch Bundeskonstrukt Transparenz herrschen zu lassen, ein wesentliches Merkmal, Informationen bereitzustellen auf alle Ebenen. Wo steht man? Also über Dashboard-Lösungen, über verschiedene Kanäle der Konnektoren, wo sind also verschiedene nachnutzbare Datenschnittstellen sozusagen in den Portallösungen, wo sind zum Beispiel auch die relevanten Prozesse, die überhaupt in Registern führen. Nicht jeder Prozess führt in einem zentralen Register oder macht Sinn, in einem zentralen Register auch abzuspeichern. Ich glaube, diese Logik transparent zu machen, ist ein wesentlicher Baustein, um sozusagen wirklich den Einbezug zu machen. Was ich sonst persönlich noch vermisse in Deutschland bei der Registermodernisierung ist eine Art Größenklassenmodell. Es gibt durchaus leistungsfähige Großstädte, ja, die so als Frontrunner gewisse Entwicklungsleistungen von der Kapazität her, aber auch von der Intention her leisten könnten. Sehr häufig wartet man aber ab, was kommt jetzt vom Bund, von Landesvorgaben sozusagen, und dadurch entsteht ein gewisser Gap in der Umsetzungsgeschwindigkeit. Ja. Obwohl wir ja Rechenzentren von gewissen Großstädten haben, die mit 10.000 Beschäftigten ausgestattet sind, die sozusagen sehr wohl auch in die Entwicklung mit eingreifen könnten, um die Lösungen besser zu machen. Da ist aber immer so ein gewisser Punkt, man wartet auf, okay, wie entscheidet sich die staatliche Seite aus kommunaler Sicht. Ja, also diesen Connect, glaube ich, besser zu machen, ist der zweite Punkt, den ich anführen möchte. Und der letzte Aspekt, den ich dazu vielleicht einbringen möchte, auch hier kann man sich international umschauen mit Best Practice Cases. Ich mache beispielsweise in der Registermodernisierung gerade eine Erhebung, nennt sich quasi Digital Agenda Europe, das heißt über 25 verschiedene Mitgliedstaaten der EU Erhebungen mit Best Practice Cases, wie die umgegangen sind mit zentralen Registerlösungen, wie also hier verschiedene Lösungen tatsächlich implementiert funktionieren, um daraus vielleicht auch quasi eine Art Weg selbst nachzudefinieren. Man muss nicht immer
alles von Grund auf selbst machen. Man kann auch immer die Brille des Vergleichs aus meiner Sicht mitsetzen. Und hieraus lernen wir zum Beispiel auch in Schulungsprojekten. Ich denke auch der Kompetenzaufwuchs in digitaler Transformation, also wirklich, wann brauche ich zentrale Schnittstellen, wann kann ich lokale Entwicklungen justieren, wann nehme ich Standardprodukte und entwickle diese, justiere die für meine Bedarfe um, ja, customize diese so, dass sie für mich lokal passen, aber wieder zentrale Meldeinfrastrukturen aufgehen. Das sind Themen quasi, die schulen wir gerade auch im IT-Planungsratsprojekt quasi, die wir federführend mit dem Land Hessen an unserer Hochschule Rhein-Main durchführen. Nennt sich Kompetenzturbo Digitalisierung und dementsprechend geht es hier genau um diese Schnittstelle, sehr anwendungsorientierte Cases quasi über verschiedene Bundesländer hinweg. 4 an der Zahl in Bundesländern sind wir auf allen ministeriellen Ebenen hiermit vertreten. Wollen wir hier die Grundlage setzen, um dann eben solche großen Projekte wie die Registermodernisierung ganzheitlich in einem Verbund lösen zu können. Ja, herzlichen Dank. Gerne.